guten Morgen zusammen. Ja, wir sind gerade vom Campingplatz runtergerollt. Runtergerollt ist aber der verkehrte Ausdruck. Wir rollen nämlich die ganze Zeit rauf. Wir haben schon nach 750 Meter 50 Höhenmeter hinter uns. Mussten halt wieder zu der Kirche hoch. Aber ist alles ganz gut machbar. Jo, Nacht war okay. Und ich würde sagen, wir plappern auch heute Morgen gar nicht lange, sondern gehen jetzt direkt auf die Strecke und fahren gerade ein Auto vorbei und suchen die schöne Natur, die uns heute erwartet. Alles Weitere dann von der Strecke. Ja, hier ist jetzt zwar gerade sehr, sehr laut, weil ich hier vor so einer Klimaanlage stehe. Ich wollte euch nochmal eben Bescheid geben, wenn ihr halt hier vom Campingplatz den Berg wieder runtergerollt seid. Nach gut 3 Kilometer kommt direkt auf der rechten Seite ein großes Einkaufszentrum, wo ihr euch dann mit Lebensmitteln verpflegen könnt. Inga ist nämlich hier gerade eben nach Edeka reingesprungen und holt da jetzt noch ein paar frische Getränke und ein bisschen was zum Frühstücken. Wollte ich nur schon mal eben so zwischendurch einwerfen. Wir sind jetzt auch gleich schon wieder an der Maas unten. Nach dem Lidl sind vor kurzer Nacht schon auch direkt an der Maas angekommen. Und hier haben wir jetzt gerade eine schöne Bank gefunden. Hier machen wir jetzt erstmal Pause, frühstücken so ein bisschen und betrachten hier die Schönheit der Natur. Wir sind jetzt auf jeden Fall froh, dass wir aus dem Stadtgetümmel raus sind. Da die vielbefahrene Abfahrt von heute Morgen, wo wir gestern hochgefahren sind, hat so ein bisschen genervt. Aber das war ja nur ein kurzer Moment. Und jetzt geht es erstmal hier richtig ab in der Natur. Bei bestem Wetter. Richtig schöner Tag. Und hier ist unsere Frühstücksbank. Und da machen wir jetzt eben ein bisschen Siesta. Dann hier nochmal der Blick von der Bank oder neben der Bank. Ich wollte euch eigentlich mal da die Kirche da oben zeigen. Ich hoffe, ihr könnt sie hinterher zu Hause erkennen. Geht hier langsam wieder los mit den Kirchen links und rechts. Ja. So, Inga ist auch in den letzten Zügen mit dem Frühstück. Und dann geht es auch gleich weiter. Jo, so schön beginnt unser Morgen. Richtig klasse, dieses Teilstück hier. Windstill, Sonne im Rücken. Ja, wir gleiten jetzt einfach mal hier am Wasser entlang und schauen mal, was uns hier noch so erwartet auf der Strecke. So sieht's links aus. Alles so ein bisschen zugewachsen. Richtig schön hier. Ja, hier ist einmal nach gut 12 Kilometern wieder so ein bisschen Industrie zu sehen. Radweg ist nach wie vor super und wir rollen auch nach wie vor hier direkt an der Maas entlang. Richtig schön hier. Was schon erstaunlich ist, wie viel Sand-, Stein- und Kiesindustrie hier in dem Gebiet herrscht oder vorhanden ist. Ich sag mal, quasi vor Lüttich bis hierhin andauernd diese Werke. Schon erstaunlich. Da gehen ein paar Tonnen die Maas hoch und runter. Nach gut 16 Kilometern, immer vom Campingplatz ausgerechnet, wo wir heute Morgen gestartet sind, ja, kommen wir an diese schöne Brücke an. Ich dachte mal, die ist es wert, gefilmt zu werden. Jo, und ansonsten sieht es so aus. Wir fahren am Wasser entlang, was links und rechts vom Beton eingerahmt ist. Aber was hier an Beton verbaut wurde, ist schon immens. Wahnsinn, oder? Schaut euch das mal an. So sieht es auf beiden Seiten aus. Radweg ist super, Beschilderung ist super. Ein richtig guter Tag bisher. Ja, hier fahren wir dann mal auf so eine Staustufe zu. Rechts sieht so aus. Und da rauscht richtig Wasser runter. Mein Gott, sind das Wassermassen.
imposant, wenn man da drauf zufährt. Und rechts ist immer noch so ein bisschen Industrie. So, dann packe ich euch mal wieder in die Tasche. Hier kommen jetzt auch wieder solche schönen Felsformationen, die ganze Zeit auf der rechten Seite. Auch wunderschön anzusehen. Und da stehen auch die ersten kleinen Häuschen. Ich sage immer, die Wohnhäuser sehen hier aus wie Puppenhäuser. Also eine ganz tolle Tour. Heute läuft es einfach sehr gut. Hier dann nochmal eine andere Ansicht. Also ich finde es wunderschön. Ja, hier sieht man dann auch nochmal so ein großes Abbaugebiet für Steine. Und hier auch wieder so ein kleines Puppenhaus. Schon ganz witzig hier. Ja, und rechts sieht so aus. Und da geht es jetzt auch weiter dran entlang. Ich hoffe, die Aufnahmen geben was. Wir fahren gerade hier im Schatten. Auch jetzt eine wunderschöne Felswand links neben uns. Wir fahren jetzt hier auch in so eine Schleife rein von der Maas. Richtig, richtig geil. Ja, hier ist jetzt, wie gesagt, leider ein bisschen duster, weil die Felsen die Sonne abschatten. Richtig schönes Tal hier, wo wir jetzt durchfahren. Da habt ihr nochmal einen Blick auf diese Schleife, wo wir jetzt ja, entlang gleiten. Nach gut 26 Kilometern machen wir dann nochmal so eine kleine Pause. Auch hier vor so einer schönen Felsformation. Aber links daneben seht ihr dann auch schon wieder, wie der Mensch da den ganzen Berg auseinander nimmt. Und alles abtransportiert. Ja, auf jeden Fall sieht es so hier aus und es ist wunderschön. Und ich freue mich schon auf die weiteren Kilometer, die wir heute fahren. Und warm ist es. Ne? Dir ist auch ganz warm, oder? Mach mal winke, winke, Snickers. Hast du keine Lust, ne? Und da sitzt die Inga. Handy-Time, Fotos von der Felsformation. Nach gut 35 Kilometern sind wir, glaube ich, in dem Ort Jamba oder so ähnlich angekommen. Oder Städtchen, Dörfchen, keine Ahnung. Wir machen hier gerade noch mal so ein bisschen Pause. Hier sind so ein paar Hausboote an der Seite. Und es ist mächtig warm. Aber sehr, sehr schön hier. Gibt überall was zu gucken. Ich sag mal, oft kommt ja Langeweile auf, wenn man stur am Fluss entlang kommt, fährt. Aber ist hier de facto wirklich nicht, weil man hier immer wieder was zum Schauen hat. Also ist sehr abwechslungsreich. Ja, auf der rechten Seite, ich denke mal, ihr seht es, ist so eine schlossähnliche, burgähnliche Anlage. Und da drüben ist so ein Seitenstich von der Maas. Ja, da scheint es auch eine sehr schöne Altstadt zu geben. Ist hier kurz hinter Jabba, müsste irgendwo auch kurz vor Kaloy sein, so wenn ich das
richtig gerade schildermäßig gedeutet habe. Genau kann ich es aber nicht sagen. Aber ich wollte das auf jeden Fall mal hier erwähnen und bildlich festhalten. Sieht nämlich sehr schön aus. Und da unten ist ein wunderschönes Restaurant. So, dann kommt immer wieder eine Tasche und wir fahren mal weiter. Wir haben jetzt 12.20 Uhr und haben genau 42,3 Kilometer runter. Jo, dann haben wir diese schöne Anwesen auf der linken Seite gesehen. Und da dachte ich mir, ich hole mal die Kamera raus und halte es fest für euch. Ja, auch sonst ist es wunderschön. Nach wie vor geht es hier auf einem sehr gut ausgebauten Radweg weiter. Ich wollte euch mal die Schilder zeigen. Die Beschilderung ist auch sehr gut. Wir sind jetzt im Moment auf dem Weg Richtung Dinant. Sind noch so 22 Kilometer circa. Und ansonsten geht es nach wie vor hier wunderschön an der Maas entlang. Einziges, was heute sehr stark bläst, ist der Wind. Also wir haben sehr, sehr starken Gegenwind teilweise. Aber das schmälert die schöne Tour in keinster Weise. Also ist wirklich einfach gigantisch hier lang zu rollen. Jedenfalls für uns. So, weiter geht's. Hier kommt wieder eine Tasche. Ja, da haben wir die nächsten zwei schönen Motive. Einmal so ein wunderschönes Haus, wie ich finde. Ja, und auf der linken Seite oder so ein Naturschauspiel. Eine richtig schöne Felsformation, wo die Maas sich so ein bisschen nach rechts wegschlängelt. Auch wunderschön anzuschauen. Ich hoffe, dass die Bilder was geben. Dann muss ich jetzt leider voll gegen die Sonne filmen. Aber geht nicht anders. Schauen wir mal, was wir daraus machen können. Ihr merkt, wir sind voll im Tourmodus. Ist wunderschön heute. Ein richtig geiler Tag. Hoffentlich geht es so weiter. Schaut euch das mal an. Ist das nicht wunderschön? Ja, und so sieht der Radweg vor uns aus. Einfach eine perfekte Situation hier. Richtig, richtig herrlich. Wir machen die nächste kleine Pause. Auch wieder vor so einer wahnsinnigen Felsformation hier. Richtig, richtig schön. Ich hoffe, euch gefallen die Bilder auch so ein klein wenig. Ja, da steht schon wieder mein E-Bike. Und wir haben uns gerade mal so ein bisschen in den Schatten verzogen, weil in der Sonne ist es doch schon richtig schön heiß. Inga hat auch schon gut Sonnenbrand wieder auf die Füße. Inga fährt mit Sandalen. Naja, trotz alledem ein super Tag, oder? Also besser kann Radreisen nicht sein oder eine Radtour oder wie man es auch immer nennen will. Ist eine wunderschöne Tour heute. Ich weiß nicht, ob man es hinterher zu Hause erkennen kann. Ganz da oben auf dem Felsen. Ja, da sind noch ein paar Häuser. Ich denke mal, sind Restaurants, so wie das aussieht, oder ein Hotel. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird man von da oben mit Sicherheit eine super Aussicht haben. Ich bin auch schon immer am Überlegen, mal hier die Drohne rauszuholen. Nur ich habe da Problem. Ich weiß nicht, wo man in Belgien fliegen darf und wo nicht. Deshalb bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. So, wir machen mal ein bisschen Pause und melden uns später wieder. Mach mal Wuff, Wuff. Snickers, mach mal Wuff, Wuff. Komm. Mach mal Wuff, Wuff. Wuff, Wuff, Wuff.
Wuff, wuff, wuff. Wuff, wuff, wuff. Hast du keine Lust? Fällt doch nicht auf Kommando. Hier ist dann auch wieder so eine wunderschöne Aussicht. Hier teilt die Maas sich gerade auf in so einer Schleife. Und da drüben die Häuser. Das ist einfach ein wunderschöner Anblick. Ja, und so sieht der Radweg hier aus. Nach genau 50 Kilometern. Und da die Leute im Wasser genießen auch das schöne Wetter. Wir haben jetzt 13.35 Uhr und genau 57 Kilometer auf der Uhr. Ja, wir machen hier gerade mal so eine kleine Verschnaufspause unter der Brücke. Ein bisschen erholen vom Wind. Der macht uns gerade so ein bisschen zu schaffen. Der bläst gerade recht kräftig, also nicht immer. Da kommen immer mal wieder so Böen, die dann ein paar Minuten anhalten und dann ist wieder windstill und dann kommt wieder so eine Böe. Ist also heute schon anstrengend, hier Kilometer zu machen. Dennoch sehr schön zu fahren. Ich hoffe mal, man kann es hinterher von zu Hause sehen. Das Schild zeigt uns an, wir sind noch 7 Kilometer vor Dünant. Ja, das ist unser nächstes Ziel. Da wollen wir jetzt hin und da dann eventuell etwas essen. So, wir sausen da mal weiter. Nach 64 Kilometern, wieder gerechnet vom Campingplatz, wo wir heute Morgen gestartet sind, haben wir jetzt das kleine Örtchen Dinant erreicht, oder wie man es auch immer ausspricht. Auf jeden Fall steht da eine eindrucksvolle Kathedrale und da oben drauf ist dann halt auch diese Festung, Zitadelle oder keine Ahnung, wie man es nennt. Auf jeden Fall ein wunderschönes Bauwerk. Ja, jetzt fahren wir da mal über die Brücke und dann gucken wir mal, was wir da noch ein Bildmaterial so anfangen können und dann wollen wir mal irgendwie da eine längere Pause machen und etwas essen. Hier dann nochmal die Kirche, Zitadelle, wie auch immer, in Großaufnahme oder relativ nah dran. Hier ist natürlich sehr, sehr viel los. Naja, sind wir hier so ein bisschen eingeschränkt von der Bewegungsfreiheit mit den Rädern. Stehen jetzt gerade hier auf der Brücke, Charles de Gaulle heißt die wohl. Ja, da geht dann die Seilbahn hoch zu der Burgfestung und hier stehen dann halt alte und neue Häuser im Verbund und wir müssten jetzt eigentlich da unten rechts entlang, was wir jetzt auch machen werden und schauen, dass wir da noch irgendwie was zu essen kriegen. Wir sitzen jetzt gerade hier in so einem kleinen Straßencafé in Dinant. War gar nicht so einfach, hier einen Tisch zu kriegen. Ich werde jetzt gleich mal eben aufstehen und euch zeigen, dass wir hier wirklich Glück gehabt haben, dass wir hier mit den Fahrrädern ja parken konnten, weil hier ist wirklich Jubel, Trubel, Heiterkeit. Ich sag mal, wir sind jetzt hier gerade in so einem Bereich, da legen auch so ein paar Schiffe ab. Da war gerade, wie viele Menschen standen hier? Ich weiß nicht, aber alle Tische waren belegt. Alle Tische waren hier belegt und Jubel, Trubel, Heiterkeit auf jeden Fall. Ja, ich stehe mal eben auf und zeige euch mal eben, dass wir hier so ein bisschen Glück gehabt haben. Trinken wir gerade eine kalte Cola und einen Kaffee und dann geht es auch gleich weiter. Wie gesagt, ich zeige euch mal eben die Situation. Ja, und so sieht die Situation dann aus. Wir haben hier Glück gehabt, haben in diesem Straßencafé direkt den ersten Tisch gehabt bekommen, wo so ein bisschen Platz war. Und ansonsten ist hier mit irgendwo Fahrräder hinstellen oder so wirklich schlecht. Da drüben war gerade alles noch belegt. Die Leute sind gerade alle auf das Schiff gesprungen, was das Schiff da angelegt hat. Ja, hier sind noch ein paar schöne Gebäude zu sehen. Hier kann man mit Sicherheit auch sehr viel filmen, aber hier ist es wie gesagt sehr, sehr voll und auch sehr schwierig mit unserem Gespann durchzukommen.
Daher begnügen wir uns mit den Bildern, die wir haben, trinken jetzt hier den Kaffee und dann hauen wir auch wieder ab. Ja, hier haben wir wirklich Glück gehabt. Unser Beifahrer ist total kaputt. Er macht jetzt Siesta. Inga ist glücklich mit ihrer Cola. Scheint ein richtig guter Tag zu sein, oder? Ha? Wo die Inga gerade so genüsslich an ihrer Cola genippt hat, fiel mir gerade die Dani ein. Die Dani vom Kanal Just Ride E-Bike. Der wird betrieben vom Jürgen und der Dani. Solltet ihr mal reinschauen. Die beiden machen auch immer wunderschöne Touren und sind auch ganz lustige Gesellen. Ne? Wir gucken die mal ganz gerne. Ja, in diesem Sinne auch mal liebe Grüße an euch. Ihr habt uns ja auch schon so oft erwähnt. Ist immer schön, mit euch Kontakt zu halten. Und auch vielen Dank für eure lieben Kommentare immer über WhatsApp und so weiter. Ja, irgendwann gucken wir mal, dass wir das hinkriegen, dass wir uns dann am Rheinradweg irgendwo treffen. Haben wir nämlich schon öfter drüber gesprochen. Leider hat das Wetter das bis jetzt ja nicht zugelassen. Mal gucken, vielleicht klappt es ja noch im September. So, wir fahren jetzt wieder aus dem Land raus. Hier sind nochmal so ein paar Bilder. Das ist auf der anderen Marsseite. Das hier ist unsere Seite. Und so sieht es vor uns aus. Im Moment geht es so ein bisschen auf der Straße entlang. Aber schon ein wunderschöner Ort hier. Hier kann man mit Sicherheit ein paar schöne Stunden verbringen. Aber die Zeit haben wir leider nicht. Ja, hinter den Nand haben wir dann auch wieder so ein kleines Problemchen. Hier sind sie ein Wehr am Sanieren, haben aber nicht an die Radfahrer ordentlich gedacht. Ist zwar ein Aufstieg da, aber für uns keine Chance, da hochzukommen. Wir müssen jetzt wieder nach den Nand fahren und die Marsseite wechseln. Problem gelöst, wir sind wieder auf der anderen Marsseite. Hier müssten wir eigentlich jetzt auch bleiben bis zum Campingplatz, wenn mich nicht alles täuscht. Dann hoffen wir mal, dass keine anderen bösen Überraschungen mehr auf uns warten und dass es jetzt genauso schön weitergeht wie zuvor. Vorteil für euch ist, wir haben Dünant noch mal von der anderen Seite gefilmt, von der Einfahrt. Da haben wir noch ein paar schöne Aufnahmen gemacht. Hat sich auch wieder gelohnt, dieser Umweg. So, wir fahren mal weiter in diese Richtung. So, wir sind noch gut 10 Kilometer vom Campingplatz. Gerade mal Google Maps nochmal nachgeschaut zur Sicherheit, dass uns nicht wieder ein Fauxpas passiert. Ja, und jetzt sind wir hier an so einem riesen Wasserschloss. Da muss man aber Eintritt bezahlen. Der Parkplatz ist wohl 400 Meter weg. Jo, wollte euch mit euch nochmal hier so ein bisschen umgehen. Ist auch ein sehr, sehr schönes Anwesen. Wie gesagt, ich würde auch gerne mal mit der Drohne hier rumeiern. Aber man weiß ja nie, wo darf man fliegen, wo nicht. Deshalb lasse ich es lieber. Auf jeden Fall steht hier auch noch ein wunderschöner Bunker, den man sich vielleicht mal anschauen sollte. So, wir gucken mal, dass wir weiter Richtung Campingplatz kommen. Aber bevor wir losfahren, wollte ich euch das auch noch zeigen. Hier sind auch noch mal so zwei richtig schöne Felsformationen. Also ist eine wunderschöne Tour. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Da steht die Inga, ein bisschen erschöpft heute. Ja, im Moment, fahrtechnisch ist es gerade im Moment nicht allzu schön, weil wir hier auf dieser Landstraße entlang sausen. Die ist gut befahren, aber es geht. Das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. War auch eins der wenigen Stücke, wo wir überhaupt auf der Straße waren heute. So, fahren wir mal weiter. Geht auf Ende des Tages zu, da ist wieder das Akku oder der Akku vom Funkmikrofon leer. Ja, wir sind hier gerade noch mal auf so einer kleinen Insel zwischen der Mars, unserem Seitenkanal, und checken gerade noch mal ab, dass wir gleich auf der richtigen Seite auskommen, damit wir auch
zum Campingplatz kommen. Und dass wir nicht wieder zurückfahren müssen und dann nochmal die Seite wechseln müssen. Das ist nämlich jetzt die vorletzte Brücke vor dem Campingplatz. Ja, bald haben wir es geschafft. Wir haben jetzt 16.19 Uhr und genau 83 Kilometer am Tacho. Hier dann auch nochmal so ein richtig schöner Anblick. Jetzt leider ohne Mikro. Dauert noch ein paar Minuten, bis es wieder voll ist. Habe ich nicht drauf geachtet. Sorry. In 150 Meter geradeaus auf Straße. Einfach gigantisch schön hier. Ich liebe es ja, solche Felslandschaften über Wasser zu sehen. Schon für mich eins der größten Naturphänomene. Einfach schick. Nach gut 90 Kilometern sind wir dann heute an unserem Zielcampingplatz, dem Campingplatz Castel Mosan, angekommen. Ja, die Daten zum Campingplatz blende ich natürlich wieder ein. Hier seht ihr schon mal unser Areal, wo wir heute stehen. Stromanschluss ist auch direkt wieder hier vorne auf der Parzelle. Ja, auch hier haben wir heute 27 Euro bezahlt. Ja, der Betreiber hat uns auch noch freundlicherweise zwei Stühle hier hingestellt. Jo, Inga hat vorhin schon die Ortlieb-Waschmaschine angeschmissen. Eben unsere T-Shirts alle mal durchgewaschen, damit wir morgen nicht mehr so stinken. Ne, natürlich Spaß beiseite, waschen tun wir regelmäßig, so alle zwei Tage. Aber das hat hier ganz gut geklappt. Ich drehe mich mal so ein bisschen, kommen wir jetzt gegen die Sonne, weil da direkt zwei Waschbecken an der Hauswand waren. Ja, und da konnten wir dann halt direkt unsere Wäsche waschen. Ja, was ich noch zum Campingplatz sagen wollte, der liegt halt direkt an der Maßroute, aber auch leider direkt an der Hauptstraße, daher ist es hier ein bisschen laut. Aber der bietet sich auf jeden Fall an, weil man hier quasi direkt vom Maßradweg abbiegen kann und dann hier auf dem Campingplatz drauf ist. Sanitärräume waren wir diesmal noch nicht, da gehen wir gleich hin. Sobald wir die besucht haben, sagen wir euch da auch noch, wie es da aussieht. Aber ansonsten kann man den Campingplatz hier, denke ich mal, wirklich jedem empfehlen. Ja, wir werden gleich auch noch mal hier ans Maasufer runtergehen. Wie gesagt, sind vielleicht von unserem Zelt aus 30 Meter, dann sind wir mit den Füßen in dem Maas. Ja, und hier seht ihr unseren reich gedeckten Abendtisch. Inga hat drei Frikadellen geholt. Was ist das? Kartoffelsalat. Tzatziki, ein Pesto, Baguette, Kartoffelsalat. Tzatziki, Pesto, ein Baguette, ein bisschen Senf. Und dann gibt es noch ein Wasser dazu und einen Schluck Fanta. Jo, und dann ist der Abend auch vorbei. Dir geht's gut? Ich wäre am liebsten gerade im Spar geblieben. Du wärst im Spar geblieben? Da war es schön kühl. Ja. Die Zeit hat die Sonne verschwindet, ne? Aber sie fuhr mit der Reinigungsmaschine schon durch, da ging es nicht mehr. Okay, naja, dann essen wir mal.